So, meine lieben Mäuselein, hallo da draußen und herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Valheim. Wir haben in der letzten Folge angefangen, unsere Base hier weiterzubauen. Und der Plan ist, was sind das für ein hässliches Tier? Ach, das sind diese komischen Frösche, ne? Der Plan ist, dass wir das hier zumindest die Hütte erstmal gleich hier unten fertig bauen, unsere Werkstatt. Und dann gucken, was wir machen können danach. Ja, machen wir erstmal das. Und dieser Frosch muss weg, der ist hässlich. Einfach nur, weil er hässlich ist, muss er weg. Ne? Kennt ihr das so? Wo bist du? Ich habe dich genau gesehen. Oh, was ist das? Es muss doch auch noch irgendwas geben, womit man Steine abbauen kann. Von den Felsen. Oder sonstige Materialien. Irgendwie sowas in der Richtung. Jude, Jude, mein Handy brummt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Ach, guck mal, wir haben unsere Dach noch nicht fertig. Und dann wollten wir auch noch so ein kleines Zäunchen um Feuer bauen, damit wir uns nicht permanent den Arsch verbrennen dabei, ne? So. So. Wie gehen wir hier vor? Wir müssen gucken, was wir machen können hier. Vielleicht eine kleine Zahn. Vielleicht, damit wir uns nicht permanent verbrennen, unser kleiner Papa. Auch doof. Das ist ja auch voll. Das ist ja gigantisch. Weißt du, wir machen so einen halben Ding darum. Warte mal. Hier war nur so ein Was haben wir? Was ist denn das? Ich weiß es nicht. Roof Cross. Okay, damit kann man bestimmt ganz viel Shit machen. Also diese Leiter hier und so. Was haben wir hier? Nein! Ein Bett. Ich schwöre. Eine Truhe können wir uns auch bauen. Und Standing. Oh, das ist geil. Lass uns davon einen hinstellen. Draußen. Warte mal. Okay. Nochmal so machen. Ich weiß, wir kommen hier wieder vom Thema ab. Liegt aber daran, wenn wir so einen coolen Shit finden, dann wollen wir den natürlich auch hinbauen, ne? Hier würde ich das ziemlich nice machen. Oh! Oder hier machen wir auch einen. Aber hier ins Eck. Meine Fresse! Das ist cool. Ich finde es schön. Schönste Base ever. Da kann jeder kommen, was will. Jeder sagen, was er will. Finde ich schön. So! Ja, ja. Hübsch ist es. Hübsch, hübsch wird's. Hübsch. Hier noch einen hin. Na, sowas! Okay. Jetzt aber gut. Man kann mich mit kleinen Dingen so. Und wie das alles knistert und knuspert. So. Ich bin der Meinung, wir müssten hier unten nochmal irgendwie ein Bettchen bauen. Aber. Kommt Zeit, kommt Rat. Oder kommt Bett, kommt. Was weiß ich, wer kommt. Oh, guck mal hier. So. Genau, den Vogel wollen wir hinbauen. Den müssen wir ein bisschen anrollen. Ja! Er gedreht hier. Ja, ich weiß nicht, ne? Wenn er. Das ist ja alles so ein bisschen. Warum hau ich denn meine eigene Base? Das ist ja alles so ein bisschen. Oh! Mein Hammer ist kaputt. Warte, mach mal. Na, hör jetzt mal auf, deine eigene Base zu verhauen. Ja, 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 Roof, Roof, Roof am Arsch. Ich arbeite doch gerade an einem Roof, Mann. Können wir uns so ein Ding schnell mal herstellen, noch schnell, den Hammer? Jo. Müll. Ich weiß immer noch nicht, wie man eben halt sowas repariert. Das, So. Hammer. Genau. Ah, ein bisschen gedreht, ne? Oder? Nee, was haben wir jetzt gerade? Nee, das ist ja die Inside. Wir müssen das anders machen.
So rum. Ja! So. Dächer. So ein Flachdach noch bauen oder so, ne? Ich weiß nicht. Irgendwie sowas in der Richtung soll das schon hinkriegen. Wir müssten, glaube ich, hier drin auch so eine Fackeln aufstellen, damit wir hier dann nachher was sehen können. Wird ziemlich duster werden. Na komm. Und da ran. Genau. Weißt du, was mir gerade auffällt? Dass er den hier daneben baut. Hoffentlich kommen wir noch sauber durch gleich. Warte mal hin. Ah, geil alles, ne? Geil alles. Ist ja Stroh. So. Warum liegt hier eigentlich... Okay. Das wird natürlich echt übel jetzt, wenn man das jetzt übereinander legen soll. Naja. Oh nee, schon wieder kein Material mehr. Das geht immer schnell mit dem Zeugs. Haben wir eigentlich Flachdächer, die auch so gerade sein können? Guck mal, das ist ja 45 Grad. Ich hätte gerne so bloß ein... Nee, dann muss ich wahrscheinlich mir so ein Ding bauen, ne? Ja, so. Darüber hängen. Ja, gut. Ist halt so. So, dann nochmal wieder Holz hacken. Hier müssten wir auf jeden Fall, ich denke mal, hier wird nichts durchkommen. Aber hier müssten wir vielleicht nochmal irgendwie so einen Zaun oder so machen, damit diese kleinen hässlichen Schrumpelpeter da nicht hier durchkommen. Und ebenso hier nochmal eine Tür rein. Bloß das Problem, wenn ich hier eine Tür reinmache. Oh. Ja, das sieht natürlich echt ein bisschen katastrophal aus hier jetzt, ne? Ich glaube, ich versuche dann nachher so eine Doppelschicht rüberzulegen, damit das nicht so asozial aussieht, oder? Ich weiß nicht. Aber sonst, hey! Klein und fein. Und bescheiden. Bescheiden vor allen Dingen. Dafür, es gibt ja diese komischen, dafür sind diese Kreuze da drin, ne? Umfällt! Kann ich ja eigentlich auch... Kann ich ja eigentlich auch selber... Oh, meine Attribute aufpimpen? Also, dass ich stärker werde mit, keine Ahnung... Ja, rauf weg von meiner Hütte da! Verzieh dich! Ja, komm euch her! Kriegst gleich eine Keule ab! Ah, du Hund! Kickbox! Okay, so kann ich kein Kickbox machen. Nein, mal in Hand halt. Naja. Chup, 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 chup. Mal eben gucken, könnte ich mir hier einen neuen Hammer bauen? Stone Axe. Bam. Tschüss. Habe ich immer geliebt, aber du weißt, wenn die Zeit gekommen ist zu gehen, dann musst du gehen. Wie gesagt, immer noch nicht Bescheid weiß. Wir reparieren Baum. Baum wird schon. Wir reparieren. Ja, Axt. Hä? Ich holz dich klein, ich holz dich klein. Er sagt ja dann immer irgendwas mit Lock. Vielleicht habe ich dann irgendwelche Erfahrungspunkte erhalten. Oh, ich habe den Stumpen weggehauen. Das geht auch. So. Die Musik wird auf einmal mega gruselig. Da hinten kommen sie wieder. Aus dem Wald. Jetzt mal kriegt er mal Knüppel um die Ohren. Komm her. Komm her. Du hässliches Wesen. Aus der Dunkelheit. Ich werde dich töten.
So. Bauen. Eigentlich so direkt daneben jetzt, ne? Das wäre ziemlich geil. Aber so, dann machen wir einen darüber noch, damit es einfach nicht so beschissen aussieht, oder? Ja, es sieht halb beschissen aus. Das ist so in Ordnung. Halb beschissen kann ich mit leben. Ja, I know, I feel very cold in my Dingenskirchens. Dings. Warte mal, machen wir so. So. Ja, finde ich gut. Finde ich erstklassig. Ehrlich, finde ich wirklich geil. So, warte mal, einmal kurz den Hammer wegstecken. Ja, ich stecke den Hammer weg. Okay. So, und, ja, wir brauchen hier drinnen noch ein paar Fackeln, damit so an den Ecken, damit man das kicken kann. So, ja, Hammer wieder raus. Ist so schlecht, Mann, ist das so schlecht? Kann man das als Dach akzeptieren oder ist das irgendwie inakzeptabel? Wahrscheinlich müsste ich irgendwie noch da oben rauf. Yeah! Um da irgendwie noch eine schönere Schicht rüberzulegen. Wir machen es so. So, also eindeutig ein Roof, oder? Hier nochmal schnell. Oh, du bist ein Engel.